Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Wenige Minuten vor Anpfiff der Fußball-WM in Russland beglücken uns zwei Fraktionen mit ihren Anträgen dazu. Der Lieblingssport der Deutschen ist eben verführerisch für Altparteien im Selbsterfindungsmodus. Zweifellos ist die Lage der Menschenrechte in Russland nicht vorbildlich. Aber Ihre Kritik kommt reichlich spät. Und wenige Minuten vor dem Eröffnungsspiel riecht das ja wohl, das riecht nach Populismus. Während die sportlichen Großereignisse immer teurer werden, geht es seit Jahren in Politik und Medien ziemlich billig zu. Spät entdecken die einstigen FIFA-Bejubler moralische Fragen. Die von Anfang an suspekte Doppelvergabe an Katar und Russland blieb damals, vor 8 Jahren, fast ohne kritisches Echo. Vieles, was die FDP schreibt, ist gar nicht so falsch. Danke, Frau Künast, für Ihre Unterstützung in meine Richtung. Vieles taugt allerdings auch zur Binsenweisheit des Jahres. Und die Grünen, auf der nach unten offenen Oliver Bierhoff-Phrasenskala, sind die Grünen mal wieder schwer zu unterbieten. Dieser missratene Besinnungsaufsatz für 12-Jährige ist handwerklich blamabel. Mal gehört Russland zu Europa, kurz vorher aber nicht. Da ist Russland nur ein Nachbar Europas. Bitte entscheiden Sie sich, liebe Grüninnen und Grüne. Das ganz große deutsche Thema kommt aber in beiden Anträgen überhaupt nicht vor. Das deutsche Team steht gar nicht mehr für Freude am Sport. Es steht für kommerzielle Inszenierung und allzu billige Moralparolen. Leere Parolen, getan wird das Gegenteil. Ausgerechnet dem türkischen Gewaltherrscher Erdogan werfen sich zwei formell deutsche Nationalspieler an den Hals, Özil und Gündogan. Herr Braun, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Sarrazin? Tilo Sarrazin würde ich sofort rannehmen. Manuel Sarrazin, bitte schön, wenn es nicht von meiner Redezeit abgeht. Na, was jetzt? Manuel Sarrazin, ja. Tilo wäre mir lieber, klar. Ja. Herr Kollege, Sie haben ja darüber gesprochen, dass sich bestimmte Personen einem türkischen Gewaltherrscher an den Hals geworfen hätten. Ich möchte Sie hiermit fragen, ob Sie es ähnlich bezeichnen, wenn Abgeordnete Ihrer Fraktion sich einem russischen Präsidenten an den Hals werfen, indem sie zum Wahltag in Russland auf die Krim reisen und in aller möglichen anderen Möglichkeiten dorthin reisen und immer sagen, wie toll das alles ist. Ist das nicht genauso unpatriotisch, sich einem russischen Gewaltherrscher an den Hals zu werfen? Herr Sarrazin, wir, die AfD, werfen uns keinem Gewaltherrscher an den Hals, damit wir mal klar sind. Sie haben in Ihrer Partei, Leute, wissen Sie, Sie haben jemanden zum Bundespräsidenten vorgeschlagen namens Luise Rinser. Die hat Nordkoreas Kim Il-sung verehrt, wie sie in ihrer Jugend Adolf Hitler verehrt hat. Sie können mir nicht mit so einem dummen Zeug kommen. Das ist wirklich, das haben wir nicht nötig, Herr Sarrazin. Vielen Dank. Özil und Gündogan, dabei waren wir gerade, um dann noch kurz danach mit einer Privataudienz beim Bundespräsidenten belohnt zu werden. Ein anderer deutscher Nationalspieler mit türkischen Wurzeln hat nicht den Kotau, hören Sie zu bitte, ein anderer hat nicht den Kotau vor Erdogan gemacht, Emre Can. Er wurde vom Bundespräsidenten nicht eingeladen. Das ist die Gerechtigkeit in unserem Land. Natürlich muss kein Spieler die Nationalhymne mitsingen. Aber ist es nicht das Natürlichste der Welt, wenn ein deutscher Fußballfan genau das von seinen Idolen erwartet? Wie glaubwürdig ist der DFB? Wie glaubwürdig dieser Bundestrainer? Die Spieler Özil und Gündogan werden von Firmen beraten und betreut, die die Herren Arslan und Şügüt betreiben. Auch Bundestrainer Löw wird von Firmen beraten mit denselben Herren. Arslan und Şügüt. Zufall? Warum dürfen sich die beiden Fußballer Özil und Gündogan alles erlauben? Warum darf sich Joachim Löw nahezu alles erlauben? Warum herrschen beim DFB Klicken und Klüngel? Diese unselige Entwicklung des DFB hat auch einen Namen. Sie begann unter dem früheren Präsidenten Theo Zwanziger.
Und Theo Zwanziger, dieser irrlichternde Vorkämpfer für schwarz-grüne Bündnisse, der war es auch, der wohlfeile Nebenjobs beim DFB verteilte, ausgerechnet an Claudia Roth. Ja. Ja, liebe Fußballfans, ihr habt richtig gehört. Die Mannschaft statt Nationalmannschaft, Koranverse statt Nationalhymne, Marketingsprüche statt Fußball, Multikulti statt Integration in die deutsche Leitkultur. Welcher Denken Sie an Ihre Redezeit? Welcher wahre Fußballfan, Frau Roth, kann diesen DFB Denken noch ernst Sie nehmen? Denken Sie an Ihre Redezeit? Ihre Äußerungen bitte ich im nächsten Ältestenrat aufzurufen. Ja, wir werden darüber im Ältestenrat diskutieren. Keine Sorge. Nächster Redner, Frank Schwabe für die SPD-Fraktion.